Hallo und herzlich willkommen hier wieder neu zurück zum nächsten Part mit Mass Effect Andromeda. Wir sind jetzt mal wieder auf Aya und wollen dann jetzt mal zur Stätte. Ich war seit über 20 Jahren mit niemandem mehr hier. Es gab immer eine aktive Anzeige für Aya, aber wir konnten nie etwas tun. Okay, mal sehen. Sam? Ja, das ist neu. Ist das ähnlich wie auf Eos? Sagen Sie mir, was sehen Sie? Ich denke, die entscheidende Frage ist, was ist anders? Also, was sehen Sie? Die Gewölbe. Wir wissen, sie sind ein Netzwerk. Allerdings... Sind sie nicht miteinander verbunden, sondern mit diesem Ort? Dieses Bild hat mir der Archon auf einer Reliquie gezeigt. Er nannte es Meridian. Und Ayas Gewölbe ist offenbar als einziges vollständig damit verbunden. Und es macht, wozu es gedacht war. Terraforming. Das Gewölbe auf Eos ist ebenfalls präsent, aber verändert. Unser Zugriff darauf hat die Verbindung beeinflusst. Was denken Sie, Professor? Ich denke, Meridian ist das Kontrollzentrum sämtlicher Gewölbe. Diese Entdeckung könnte alles verändern. Wenn wir Meridian erreichen, könnten wir von dort aus ganz Helios zum Leben erwecken. Langsam, Ryder. Der Archon weiß, wo es ist. Er war bereits dort. Was? Wo? Auf Meridian? Natürlich. Deshalb die Folter. Ich sollte ihm helfen, es zu benutzen. Weil er es nicht kann. Meridian ist unsere größte Chance zu überleben. Wir müssen es ihm entreißen. Ja. In seinen Händen könnte eine derartige Macht unser aller Ende bedeuten. Er wird es bereuen, mir begegnet zu sein. Sie brauchen diese Reliquie. Vielleicht weiß ja der Widerstand, wo das Schiff des Archons zu finden ist. Ich rede mit Ephra, damit er sie unterstützt. Wir treffen uns dort. Okay, dann auf zum Hauptquartier. Aber auch interessant, die Hauptzentrale haben sie jetzt gefunden und die wurde von den Cat bereits besucht. Das ist aber kacke. Ich musste informiert werden. Es war unrecht, mich im Dunkeln zu lassen. Es ist eine laufende Ermittlung, sollte nicht respektlos sein. Wusste es Jor? Natürlich nicht. Und der Mensch auch nicht. Ich hätte Sam für mich behalten können. Das ist was anderes. Geht sie nichts an? Jetzt schon. Wir müssen das Flaggschiff der Cat finden. Sagen Sie ihm, was wirklich passiert ist. Moschai, bitte. Das könnte unser einziger Weg zum Archon sein. Einer meiner Männer hat den Cat geholfen. Der Widerstandskommandant Bane Tariff. Der Archon wollte ihr Wissen über die Reliktech. Warum sollte Wen sie verraten? Ich weiß nicht. Darum habe ich nichts gesagt. Ich werde ihn ergreifen. Dann wird er für seine Tat büßen. Wissen Sie, wo er ist? Kedara Port. Meine Kontakte jagen ihn. Kontakte? Sie können dort niemandem trauen. Das sind alles Verräter. Angeführt von Exilanten.
aus ihrer Galaxie. Wen könnte wissen, wo der Archon ist? Und sein Schiff? Wir können das nicht Abtrünnigen überlassen. Ich bin noch neu in der Galaxie. Wo genau ist wen hin? Kedaraport ist ein Handelsposten. Wir haben ihn verlassen, als die Cat einfielen. Einige von uns gingen zurück. Sie unterstützen Aya nicht. Wie kommen Exilanten von der Nexus dorthin? Pech für alle. Wenn der Archon Wien nicht getötet hat, weiß er wohl nichts, was uns helfen könnte. Die Cat sind nicht unfehlbar. Wenn sie die Reliquie, die nach Meridian führt, wollen, ist Vayne ihre beste Chance. Ich sende meine Akte über Kedara an ihr Schiff. Unser Verräter könnte etwas wissen. Wir brauchen ihn lebend. Das liegt bei ihm. Viel Glück, Pathfinder. Und Aphra, wir sind noch nicht fertig. Nettes Gespräch. Man wird von einem zum anderen geschoben und mir fehlt da irgendwie ein bisschen mehr Zusatzkontext. Ich fand das jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen... So, naja. Gut. Je eher Sie Kedaraport erreichen, desto schneller finden Sie Vayne Tariff. Was brauchen Sie? Haben Sie in der Relikt-Tag irgendwelche anderen Hinweise auf Meridian gefunden? Sie gehen doch so gerne in Gewölbe. Sagen Sie es uns. Mir ist nichts aufgefallen. Es kann aber trotzdem direkt vor mir gelegen haben. Ich habe über die Jahrzehnte sehr viele Reliquien untersucht. Es gab nie einen Hinweis auf die Existenz so eines Ortes. Vielleicht sollen wir ihn gar nicht finden. Was passiert, wenn die Leute von Aya erfahren, dass jemand aus dem Widerstand ihre Moschei verraten hat? So ein Verrat gab es noch nie. Er untergräbt mit Sicherheit das Vertrauen in den Widerstand. Nicht, wenn wir allen zeigen, dass Vayne allein gehandelt hat. Das reicht vielleicht nicht aus. Ich habe das Vertrauen in Sie nicht verloren, Aphra. Und Sie werden es auch nicht verlieren. Moschei, erinnern Sie sich an irgendetwas, das einen Hinweis auf die Motive des Archon geben könnte? Er hat mit mir geredet wie mit einem Kind. Nein, schlimmer, einem Haustier. Aber es war klar, dass er Pläne für Meridian hat. Er dachte, Sie können ihm helfen. Und jetzt hält er mich für den Schlüssel. Er hat recht. Sie sind wahrscheinlich die einzige Person in Helios, die ihm helfen kann. Alles, damit ich besser verstehe, wie Ihr Verräter denkt, wäre hilfreich. Er ist stur, hat immer jeden Befehl in Frage gestellt. Ich habe das für eine Stärke gehalten. Jetzt weiß ich es besser. Er muss einen Grund gehabt haben, mich zu hintergehen. Was hat ihn dazu gebracht? Ist das wichtig? Natürlich ist es das. Kedara ist voller zwielichtiger Gestalten. Aber würden Sie einem Sympathisanten der Cat Zuflucht gewähren? Können wir Sie nicht einfach um Hilfe bitten? Das habe ich getan, sogar erfolgreich. Aber meine Kontakte haben dort nicht das Sagen. Und die, die das Sagen haben, sind stur. Die eigene Medizin ist immer die bitterste. Selbst wenn ich eine Vereinbarung treffen könnte, wäre es schwer, Vayne zu finden. Ich gehe dann besser. Wir bleiben in Verbindung. Mögen alle Sterne am Himmel über Sie wachen, Pathfinder. Passen Sie auf sich auf. Na dann. Oh, dann kriegen wir wieder eine Quest. Hätten Sie kurz Zeit, Pathfinder? Es ist mir eine große Ehre. Ich muss Ihnen meine Bewunderung dafür aussprechen, was Sie geleistet haben. Sie haben nicht nur die Leere zwischen den Galaxien durchquert, sondern es auch durch die Geißel bis nach Aya geschafft. Das ist unglaublich. Ja, unsere Chancen standen alles andere als gut. Und doch sind wir hier.
Fremde aus unterschiedlichen Galaxien, die sich freundschaftlich unterhalten. Das ist absolut außergewöhnlich. Ich bin Mariko Daresh, leitender Vorneran. Ein Vorneran? Das ist äußerst... Ich weiß nicht, was. Ah, Linguistik. Das ist nicht meine Stärke. Ich bin ein Himmelsbeobachter. Ich kartografiere die Bewegungen der Sterne, Planeten und der Geißel. Ein Astronom? Kennen Sie die sicheren Routen da draußen? Wir setzen Satelliten ein, die uns auf neue Gefahren und Möglichkeiten aufmerksam machen. Allerdings haben wir den Kontakt zu mehreren von ihnen verloren. Er ist einfach abgerissen. Ich habe schon ein Schiff zu ihren letzten bekannten Koordinaten geschickt, aber die Scans konnten nichts entdecken. Ihre Tempest ist enorm fortschrittlich. Ich hatte gehofft, Sie könnten uns vielleicht bei der Suche helfen. Selbst Pathfinder brauchen eine gute Karte. Ich kümmere mich darum. Ich wusste, Sie würden es verstehen. Ich werde Ihnen die entsprechenden NAV-Punkte übermitteln. Und sobald ich unsere Karten endlich wieder mit aktuellen Satellitendaten abgleichen kann, werde ich gerne alles, was wir haben, mit Ihnen teilen. Na dann. Direktor Tan, es gibt gute Neuigkeiten. Die Angara haben uns auf Aya eine Botschaft eingerichtet. Das kommt überraschend. Was erwarten Sie von uns? Sie haben nicht nur die Geißel und die Kett überlebt, sondern auch ihre Zivilisation wieder aufgebaut. Vergessen Sie das nicht. Ich soll also an Ihren Stolz appellieren. Das klingt vernünftig. Ich werde eine Delegation zusammenstellen und sie nach Aya schicken. Danke, Pathfinder. Von jetzt an übernehmen wir. Na, das stimmt mich nicht wirklich freudig. Einsatzteam ist bereit für eine Mission. Irgendjemand ein Gespräch hätte? Ich weiß es nicht. Kommunikation von Jarl, Ryder. Die Mosche hat Neuigkeiten aus Aya geschickt, mich gebeten, sie mit ihnen zu teilen. Unter ihrer Führung erlauben die Behörden das Studium im Gewölbe von Aya wieder. Es ist natürlich mit großen Risiken verbunden. Deswegen beschränkt sie die Teilnehmer auf ihre besten Schüler, die zudem von bewaffneten Wachen begleitet werden. Sie hat zwar nicht ihre Fähigkeit, mit den Rekruten zu interagieren, doch sie will bereit sein, ihnen zu helfen, wo sie nur kann, wenn Meridian gefunden wird. Wir leben in interessanten, aufregenden Zeiten. Jarl. Ich empfange etwas. Sonde unterwegs. Ich habe etwas gefunden. Angara-Satelliten. Die gucken wir uns dann auch direkt mal an. Diesem Astronomen auf Aya zufolge müsste hier eigentlich ein Satellit sein. Ich kann nichts entdecken. Falls hier tatsächlich ein Satellit war, ist er jetzt weg. Sie meinen, er wurde zerstört? Ich meine, er ist weg. Wäre er zerstört worden, würden wir zumindest Trümmer finden. Aber hier ist überhaupt nichts. Versuchen wir es bei einem anderen NAV-Punkt. Und wo ist er? Muss ich mal Logbuch umschalten. Im nächsten Cluster. Okay. Ach du Scheiße, sieht die Geißel gruselig aus.
Anomalie geortet. Schicke Sonde aus. Ich habe etwas gefunden. Sind Sie sicher, dass die NAV-Punkte dieses Astronomen korrekt sind? Er schien davon überzeugt zu sein. Hier draußen ist nichts. Die Geißel hat ja wohl kaum einen ganzen Satelliten verschlungen. Das kann sie doch nicht, oder? Keine Ahnung, aber sobald ich es weiß, lasse ich es Sie wissen. Sehen wir uns mal die anderen NAV-Punkte an. Und zum dritten. Anomalie geortet. Sonde gestartet. Ich habe etwas gefunden. Lassen Sie mich raten. Hier ist kein angaranischer Satellit. Nein, aber ich habe etwas anderes entdeckt. Eine Signalbarke eines angaranischen Schiffs. Sie haben hier bereits gesucht und auch nichts gefunden. Also haben sie uns eine Markierung hinterlassen. Das muss das Team gewesen sein, das unser Astronom losgeschickt hatte. Sie sind auf dem Weg zu einem neuen NAV-Punkt. Wir sollten uns ihnen anschließen. Diese Combike ist für Übertragung auf extrem kurze Distanzen eingestellt, wahrscheinlich als Sicherheitsmaßnahme. Nur ein Schiff, das ihren NAV-Punkt präzise sucht, kann die Nachricht empfangen. Anomalie geortet. Sonde gestartet. Ich habe etwas gefunden. Moment, ich habe mit heftigen Störungen durch die Geißel zu kämpfen. Wir sind beunruhigend nah an ihr dran. Da drin ist irgendwas. Ein angaranisches Schiff. Es wurde zerstört. Ich empfange keine Lebenszeichen. Wer war das? Die Cat? Ich habe das Schiffslog gefunden. Ich scanne es und lade es herunter. Plünderer. Die Angara hatten sie dabei erwischt, wie sie Satelliten gestohlen haben. Die Plünderer haben sich gewehrt und die Angara sind mit der Geißel kollidiert. Können wir die Plünderer aufspüren? Ich habe die Transponder-ID ihres Schiffes. Es ist in Kedera Port registriert. Dieses angaranische Forschungsschiff kollidierte bei hoher Geschwindigkeit mit der Geißel und wurde dabei zerstört. Die meisten Wrackteile sind innerhalb der Anomalie gefangen. Das heißt wohl, in Kedera Port ein bisschen mal den Leuten da auf den Zahn fühlen, wa? Eine Scheiße, die da treiben.
System, Uruk-hai. Wir nähern uns Kedera. Was wissen wir über diesen Ort, abgesehen davon, dass er eine Zuflucht für Exilanten von der Nexus ist? Eine Gruppe von Exilanten, die sich die Verbanden nennt, hat Kedera-Port von den Cat befreit. Bis vor kurzem hatten sie die absolute Kontrolle. Aber jetzt ist eine neue Gang aufgetaucht, das Kollektiv. Sie sind zwielichtige Bastarde, angeführt von einem Unbekannten, den man den Scharlatan nennt. Tja, mit ein wenig Glück sind sie so beschäftigt damit, sich gegenseitig zu erschießen, dass sie uns überhaupt nicht bemerken. Sonde unterwegs. Erhalte Scandaten. Dann suchen wir erstmal alle Planeten wieder ab und werden dann im nachkommenden Part uns auf den richtigen Planeten Kedera-Port begeben. Dementsprechend, wer jetzt schon mal abschalten will, springt einfach auf den nächsten Part. Raumschiff fragt, die spärlichen Überreste eines Cat-Landungsschiffes, wer immer es zerstört hat, war beim Ausschlachten sehr gründlich, aber vielleicht hat er ja doch etwas übersehen. Gehen wir auf, erstmal zum Planeten Baker. Baker. Unter Exilanten kommt es häufig zum Streit über Baker. Der Gasriese ist nützlich für Schiffe, die ihren Helium-3-Vorrat auffüllen wollen und darum eine Ressource, die man für sich beanspruchen sollte. Dann zum Planeten Main oder Mine? Main? Main klingt, glaube ich, besser. Anomalie geortet. Main. Zu den verfügbaren Ressourcen auf dem passenden, wenn auch einfallslosen, benannten Planeten Main gehören Kobalt und Bohr. Die Arbeiter leiden unter der hohen Gravitation und den eisigen Temperaturen, die ihnen den Abbau erschweren. Schicke Sonde aus. Anomalie gefunden. Dichte und radioaktive Metalle erschweren das Scannen einiger Teile von Main enorm. Dieser Berg, der voller wertvoller Materialien ist, war bis zu unserer Ankunft unentdeckt geblieben. Robo. Drobro ist das gorganische Wort für Asche oder Aschenhaufen. Auf dieser riesigen Wüstenwelt gibt es kein Leben, kein Wasser und keine verwertbaren Materialien. Auf den Sensoren. Tyvernus ist ein riesiger Ball aus Fels und gefrorenem Methan ohne relevanten materiellen oder wissenschaftlichen Wert. Möchte kein Bergleute aus Kadara, scannen ihn zur Sicherheit trotzdem. Sonde gestartet. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Ein perfektes Metall für leichte Bauteile mit zahlreichen Anwendungen. Dieses Vorkommen ist leicht zu erreichen. Beryllium. Und auf zum Planeten Kedera. Sind jetzt im Orbit von Kedera. Eine Ansage an alle eintreffenden Schiffe. Der Hafen ist eine Waffenstillstandszone. Auf Befehl von
Sloan Kelly. Sie war Leiterin der Nexus-Sicherheit. Seien Sie auf alles vorbereitet und halten Sie die Kommunikationskanäle offen. Wir sollten bald etwas von unserem Kontakt aus dem Widerstand hören. Also, Kedera. Kedera ist eine bergreiche Welt, die ursprünglich von den Angara besiedelt war und jetzt eine Zuflucht für Exilanten von der Nexus und Piraten ist. Außer unter diesen kriminellen Elementen leidet der Planet an seinem toxischen Wasser, das durch eine untypische Menge von Sulfidmineralien erzeugt wird. Ich würde sagen, machen wir im nächsten Part weiter. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dahin, sayonara.